Ich sage nochmal Hallo in die Runde. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Es tut mir leid, dass ich heute Morgen nicht zu der Zeit kommen konnte. Das ist dann an manchen Tagen so, da kommt dann alles zusammen, Kinder. Und die letzte Nacht steckt mir auch noch in den Knochen. Wir haben nämlich um 3.40 Uhr ungefähr das Licht ausgemacht, nachdem wir dann die letzten Inhalte in unserer Website drin hatten. Das hat uns also sehr beschäftigt die letzten Wochen und Monate. Und ich habe dann überlegt, zeige ich euch jetzt meine 40 Slides, die ich vorbereitet habe, oder zeige ich euch nicht gleich die Website und zeige euch daran, was am ESB auch passiert und was wir so gemacht haben in den letzten Monaten. Und da seht ihr tatsächlich die neue Oberfläche, die seit 10 Uhr heute Morgen ungefähr online ist. Ich werde an einiges da erzählen, was da auch der Hintergrund ist. Und um die Geschichte am Anfang zu beginnen, ich habe vor ziemlich genau einem Jahr, als wir letztes Mal hier waren zum Mastertreffen, auch so ein bisschen erzählt, was so unser Bild des ESB ist, wo es hingeht. Und da sind so diese drei Punkte entstanden. Wir sind ein Ausbildungs- und Professionalisierungsinstitut. Wir sind eine Netzwerkorganisation und dazu gehört auch solche Treffen wie heute hier mit den uns verbundenen Menschen. Und die dritte Säule ist das Thema Entwicklungswerkstatt, wozu auch hier ja ganz viel gearbeitet wird, auch von Personen, die uns verbunden sind. Und dann sind wir so bei der Konzeption unserer Website und auch so dann der Frage, auf die man dann ja relativ schnell zurückgeworfen hat, was wollen wir da eigentlich präsentieren und wie wollen wir es präsentieren, bei dieser Dreiteilung gelandet. Und wir haben dann so mit verschiedenen Kollegen gesprochen und sind dann mit dem Uwe, der hier auch in der Runde sitzt, mit seinem Team zusammengekommen, der uns jetzt, ja, ich glaube ein Dreivierteljahr kann man fast sagen, begleitet hat. Seit Februar, März haben wir begonnen, wirklich nochmal auch zwei Schritte zurückzutreten, von außen drauf zu gucken, mit dem Team von Uwe, mit den Perspektiven nochmal drauf zu gucken und dann halt nochmal so das ESB auch neu zu fassen. Und das ist dann dabei rausgekommen. Und ihr könnt euch vorstellen, was dann in so einem Dreivierteljahr da alles passiert. Das sind dann jede Menge technische Tiefen, konzeptionelle Tiefen, in die man sich da reingräbt bis zum Ende. Und ich bin müde von heute Nacht, aber ich bin sehr stolz auf das, was wir da gemacht haben. Wir haben wirklich auch mit unserem Team, aber auch mit dem Team von Uwe irgendwie wirklich was geleistet. Und ich finde persönlich, es ist nochmal ein deutlicher Schritt nach vorne in der Außendarstellung, im Sichtbarwerden des ESB. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, ja schon auch so das Thema Schaufenster und was muss eigentlich ins Schaufenster rein und was darf man auch hinter der Schaufensteroberfläche dann auch noch an vielleicht noch differenzierten Angeboten sein. Aber die Schaufensterfrage, die wird für uns, das war ja so ein bisschen auch die Frage, was ist im Markt los, schon mehr und mehr relevant. Es sind für uns die drei Säulen, die ihr jetzt hier auf diesen Flächen seht. Das ist das, was ich letztes Jahr so ein bisschen angerissen habe. Das ist einmal Professionalisieren. Ich weiß nicht, ob man das hier alles lesen kann. Das ist im Grunde der Teil, wofür wir ja im Kern stehen. Wir sind eine Bildungsinstitution. Wir sind ein Lernort. Und wir haben unter diesem großen Feld erstmal alles gefasst, was auch mit unserem Kerngeschäft zu tun hat. Da sage ich gleich noch ein bisschen was zu, was das auch mittlerweile noch anderes ist, neben dem, was ihr kennt. Also unser Bereich, mit dem wir am Markt aktiv sind. Und was der zweite Teil ist, das ist hier jetzt der Bereich Vernetzen. Also das heißt, wir haben ja 2014 auf dem Jubiläum schon gesagt, das ESB ist eigentlich mittlerweile eine von vielen Menschen getragene Organisation. Und da ist mir uns nochmal klar geworden, wir sind eigentlich auch neben dem, dass wir eine kleine Stammorganisation haben, eigentlich eine Netzwerkorganisation, wo wir eigentlich ganz oft mit ganz vielen Menschen verbunden sind. Und dazu gehören natürlich auch die Master bzw. die Master Group. Also dieser Gedanke, das ESB ist ein Netzwerkknotenpunkt, an dem immer wieder Menschen zusammenkommen, zu relevanten Kontakten finden. Und dafür wollen wir auch weiterhin Bühnen bieten. Manche von euch, der Martin und die Andrea und andere, waren bei diesem Kooperationsforum letztes Jahr, wo wir auch zum Beispiel zu bestimmten Themen wie in dem Fall Kooperationsformen für Unternehmensentwicklung
einladen, um Themen, die uns beschäftigen und die auch Menschen aus dem Masterkreis, aus dem Netzwerkkreis beschäftigen, auf eine Bühne zu holen und daran weiterzuentwickeln. Und jetzt hier in dem Kreis mit dem ja sehr modernen, aktuellen Thema ist es ja eine ähnliche Bühne, die da für uns total gut reinpasst. Und jetzt zeige ich euch mal, weil das auch ein wichtiger Teil ist, für die, also sozusagen auch für das Schaufenster, wer ist mit uns verbunden und wer arbeitet wo, in welchen Themen, mit welchen Verantwortungen, mit welchen Leidenschaften. Da ist uns auch nochmal klar geworden, wir müssen oder wir wollen auch unseren Lehrtrainern, unseren Lehrbeauftragten und auch euch Mastern da ein Plätzchen in dem Schaufenster bieten. Und deswegen ist uns dieser Menschteil an der Stelle dann in verschiedener Art wichtig gewesen und das heißt, dass wir auch jetzt nochmal die Master und die Master Group in einer ganz anderen Art und Weise hier präsent machen. Das sieht jetzt so aus, weil das irgendwie responsive ist natürlich heutzutage. Normalerweise sind das Kacheln, die nebeneinander liegen, aber da seht ihr mal einfach so Profile, wie wir das anlegen. Und dann gibt es den dritten Bereich, das ist dieser Teil Entwicklungswerkstatt, wo wir ja immer schon gesagt haben, wir sind auch durch Bernd an den Themen dran, die uns beschäftigen, die wir weiterentwickeln wollen, die wir auch frisch halten wollen. Und nach wie vor haben wir da eine klare Open-Source-Strategie, dass wir unseren Teilnehmern, aber auch allen anderen Interessierten eigentlich davon das Allermeiste frei zur Verfügung stellen. Und das haben wir jetzt über diese neuen Oberflächen auch nochmal neu sortiert, neu zugänglich gemacht. Wir haben auch da den Weg gewählt, dass wir sagen, wir machen jetzt eine kleinere, reduziertere Auswahl ins Schaufenster. Das ist das, was ihr hier seht auf der öffentlichen Website. Ich klicke es gerade mal noch ein Stück nach unten. Also da gibt es dann jetzt die Schriften, Audios, Videos, all das, was ihr kennt. Wenn ich da jetzt einfach mal reinklicke, Videos von Bernd, dann diese Idee Click-to-Transfer, das ist also diese Video-Slide-Kombination. Ihr habt die Folien auf der einen Seite und ihr kriegt dann direkt dazu das Video an der entsprechenden Stelle angezeigt. Und was wir jetzt neu gemacht haben, sind sogenannte Themenkörbe zu bestimmten Themen oder zu bestimmten ISB-Modellen. Also zum Beispiel zum Thema Coaching, wenn ihr da reinklickt, dann findet ihr da eine Schrift oder mehrere Schriften. Ihr findet ein Audio, ihr findet ein Video. Also das ist sozusagen eine medienübergreifende Zusammenstellung zu bestimmten Themen. Und da immer wieder mal eine Auswahl und auch eine, die wir redaktionell immer wieder frisch machen. Das heißt, wir haben reduziert und werden diese Teile immer wieder neu befüllen oder neu bestücken. Und alles andere landet bei uns dann im Campus. Das ist ja eine Lernplattform, die wir seit 2 Jahren betreiben, in die ihr auch schon eingeladen worden seid. Wo wir sozusagen ISB Goes Digital auch einen virtuellen Gruppenraum für die laufenden Gruppen anbieten. Also jeder, der bei uns anfängt, kriegt auch einen Zugang zu einem geschützten Gruppenraum, so wie er bei uns im Seminarraum sitzt. So sitzt er da dann im Projektgruppenraum virtuell. Und darüber, über die Suchfunktion, haben die Teilnehmer fast, also über eine Suchfunktion, den kompletten Zugriff auf unser Material auch offen. Und das ist ja für euch Master auch eingerichtet, also mit eurem Zugang könnt ihr das genauso nutzen. Und das ist sozusagen die Möglichkeit, dass wir eben nicht mehr alles auf der offenen Website zur Verfügung stellen müssen, sondern nur noch einen kleinen Teil und alles andere ist in den Campus gewandert und dann kann man sich über die eigenen Präferenzen und die Suchfunktion gut organisieren. Also wir haben gesagt, klareres Design, es muss irgendwie frischer sein, es muss übersichtlicher sein, das ist aus meiner Sicht sehr gelungen. Übersichtlich und Reduktion, sagen wir ja, das ist immer noch relativ viel. Und auch eine Verdichtung, was das ISB ausmacht und wofür das ISB steht. Der Bernd wird ja am nächsten Montag 70, feiert am nächsten Freitag sein 40 Jahre plus Jubiläum, Berufsjubiläum. Also wird ja nochmal einen Schritt weiter nach hinten gehen. Das ist ja ein Prozess, das ist uns auch nochmal klar geworden, der im Grunde seit 1999 läuft. Da hat er nämlich begonnen, die Curricula-Lehrtrainerrolle abzugeben. Und ja, das haben wir dann auch zum Anlass genommen, auch projektmäßig zu sagen, und am Freitag zum Mastertreffen ist die Website fertig, sodass wir sie am Montag auch sozusagen zu Bernds Geburtstag dann nochmal öffentlich machen können. Und der Bernd hat ja wirklich viele oder die allermeisten seiner aktiven Rollen jetzt mittlerweile übergeben. Das hat er ja auch im letzten Blog nochmal geschrieben. Und für ihn und für uns ist das jetzt auch nochmal ein weiterer Schritt in dieser Entwicklung, dass er noch mehr von dem abgibt, was er aufgebaut hat über die letzten 30 Jahre. Thank you.
Ja, und dann diese Bildsprache, die natürlich modern daherkommt, die aber auch uns die Möglichkeit bietet, einfach zu zeigen, dass das ist ein Institut, in dem Menschen arbeiten, in dem Menschen lernen, in dem Menschen leben. Das war uns einfach sehr wichtig. Und ich weiß noch, Horst, du hast ja letztes Jahr die Frage gestellt, warum eigentlich und wofür? Und auch das hat uns nochmal in der Zeit beschäftigt, was auch unser Selbstverständnis betrifft, was unsere Säulen, unsere Aktivität und auch unsere Entwicklung betrifft. Also so mit dem großen Stichwort humanes Wirtschaften und Menschen und Organisationen qualifizieren für, ja, natürlich auch die Themen, die ihr hier beschäftigt oder mit denen ihr euch beschäftigt. Steuerung von all diesen tausend Themen, die jeder am Wickel hat. Wie können wir da bei uns bleiben? Wie können wir uns an uns orientieren und gleichzeitig an den Zielen und Zwecken der Systeme, in denen wir halt unterwegs sind? Und das hat uns, obwohl man das ja mal am Anfang dann oft nicht so im Kopf hat, auch bei dieser Website-Thematik dann schon nochmal sehr intensiv auch mit uns in Kontakt gebracht. Also ausgehend von der letzten, sicher auch von der letzten Runde hier und dann mit der klaren Idee, wir machen das jetzt und wir gehen damit auch nochmal einen Schritt, ja, nach vorne und wir gehen aber auch irgendwie einen Schritt zu uns nochmal zurück, zu uns selbst, was uns eigentlich ausmacht. So, jetzt habe ich noch zwei Sachen. Und dann mache ich Schluss. Einmal habe ich das euch schon versprochen. Es ist noch nicht ganz fertig, aber fast. Wir haben ja gesagt, es soll auch ein eigenes Label oder so eine Art Logo geben für die Profession Group. Das ist jetzt noch nicht ganz fertig. Die Farben sehen jetzt hier auch wieder anders aus als auf meinem Bildschirm. Aber das ist mal so ein erster Entwurf. Also angelehnt an das Logo vom ISB und dann aber mit eigenem Schriftzug, sodass ihr auch eure Mitgliedschaft und euer Dasein in diesem Kreis aufnehmen könnt, wo immer ihr das wollt. Die Schwäne fliegen ja zurück. Die fliegen in eine andere Richtung dieses Mal, ja, genau. Kommen zurück. Was zurück und was vorne ist, ist ja immer so ein bisschen die Frage. Aber sie fliegen in eine andere Richtung, genau. Also das ist noch im Werden, das ist noch nicht ganz fertig, aber das soll auch dann euch zur Verfügung stellen, wenn ihr damit irgendwas machen wollt auf der Website oder es nutzen, um zu sagen, ich bin hier Teil der Mastergroup. Und als Abschluss, 3.19 Uhr, das war das Anstoßen auf unsere Website. Zwischen Pizzakartons und Sekt aus Saftbechern haben wir dann da den Sack zugemacht. Tolle Seite. Super. Echt. Zum ersten Mal.